Das heißt, oh Scheiße, ich merke, alle meine Themen tauchen plötzlich auf. Du wirst dir bewusst dessen, worin du schwimmst, all das, was normalerweise nicht sichtbar ist. Es ist also ein Prozess der Bewusstwerdung und des Erwachens. Hallo, hier ist Orlando Owen. Wenn du keines der spannenden Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Bist du dir deiner selbst bewusst? Weißt du überhaupt, wer du selbst bist? Kannst du dir überhaupt selbst wirklich voll und ganz bewusst werden? In dieser Dimension ist es nicht so einfach, klar zu sehen. Und dennoch ist das die Aufgabe dieser Dimension, der dritten Dimension, in der wir leben. Discernment, Unterscheidungsvermögen zwischen Wahrem und Falschem. Wahres Selbst, falsches Selbst. Sich bewusst zu werden, um dann im Sein zu sein. Tust du noch oder bist du schon? Weißt du überhaupt, was das heißt, zu sein, wie es sich anfühlt? Und was würdest du da fühlen? Würdest du dich selbst fühlen, dein Selbst fühlen? Selbstbewusstsein ist der gängige Ausdruck. Es ist ein griffiger, fast schon marketingtechnisch knackiger, flockiger Begriff, mit dem die Leute um sich schmeißen, als hätten sie irgendeine Ahnung, was das bedeutet. Wenn so gut wie niemand auch nur im Ansatz angefangen hat, sich vorstellen zu können, was es überhaupt bedeuten könnte. Selbstbewusstsein hieß etwas völlig anderes, wenn du es wirklich bekämest. Nämlich selbst sich bewusst zu werden, Selbstbewusstsein. Der eigentliche Ausdruck müsste heißen Selbst, Wert, Gefühl. In diesen Begriffen steckt sehr, sehr viel mehr drin, als nur eine Zusammenreihung willkürlicher Worte oder Silben. Worum es hier wirklich geht und was du wirklich suchst, ist ein Gefühl. Es ist immer alles, was du suchst im Leben, ist immer ein Gefühl. Das ist einer unserer Arbeitsaxiome, eine Arbeitshypothese, die zwar vielleicht nicht unbedingt gleich beweisbar ist, aber ganz offensichtlich dennoch wahr ist. Aber selbst Wertgefühl klingt nicht griffig, ist nicht quadratisch praktisch gut und ist nicht das, was die Leute suchen. Das kannst du sogar sehen an den Suchbegriffen, auf dass die Leute immer nur nach Selbstbewusstsein suchen, aber nie nach Selbstwertgefühl. Ich glaube, es ist 15 zu 1. Dennoch ist das, was du willst, nicht Selbstbewusstsein, weil das wäre etwas Erschreckendes. Das hieße nämlich, du würdest dir selbst bewusst über dich, deine Themen und all diese Dinge. Und ich kann dir sagen, das Letzte, was die Menschen wollen, und es ist da wahrscheinlich auch einfach reingezüchtet, dass sie es gar nicht können, ertragen können, ist sich ihrer selbst, dass du dich deiner selbst, dir deiner selbst bewusst werden könntest. Das ist für dich erschreckend und für die Mächtigen nicht zulassbar. Im Englischen sagen wir, oh my God, I'm feeling really self-conscious. Wörtlich selbstbewusst. Die englische Definition ist korrekt, die deutsche nicht. Warum? Was meine ich? Selbstbewusstsein hieße, wenn es korrekt wäre,
dass du dir alle deiner Themen, und das ist die Bedeutung des englischen Wortes, self-conscious, feeling self-conscious, das heißt, oh Scheiße, ich merke, alle meine Themen tauchen plötzlich auf. Du wirst dir bewusst dessen, worin du schwimmst, all das, was normalerweise nicht sichtbar ist. Es ist also ein Prozess der Bewusstwerdung und des Erwachens. Selbstbewusstsein wird aber so gehandelt, dass, ja, der ist sehr selbstbewusst, ja, der ist, nein, das ist Selbstvertrauen, das ist Selbstbehauptung, das ist Selbstsicherheit. Das sind Funktionen eines soliden Selbstwertgefühls und das ist der Grundstein, auf dem das Ganze ruht. Nicht Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein aber auf der anderen Seite ist der schmerzliche Prozess der Bewusstwerdung all deiner Themen, die es dir möglich machen, dich auf den Weg der Heldenreise zu machen, um gesundes Selbstwertgefühl zu suchen und früher oder später zu finden. Dennoch, was suchst du hier eigentlich? Was glaubst du eigentlich, was gesundes Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl, wie sich das anfühlt? Die meisten Leute denken, ja, wenn ich selbstbewusst bin oder Selbstwertgefühl hätte, dann bin ich, wie die Schweizer sagen, mal total aufgestaut. Himmelhoch jauchzend, 3 Meter groß, wie nach einem Tony Robbins oder noch schlimmeren Seminaren. 3 Tage Chakra bei, keine Ahnung, du weißt schon, wer die Spacken sind. Ich halte sie für extrem gefährlich. In fact, in meiner von mir abhängigen Republik wären diese Leute wahrscheinlich im Knast. Und diese Leute gehören in den Knast oder sie gehören zumindest von der Bühne weg, weil was sie machen ist, sie geben dir ein absolut falsches Gefühl. Das ist feel good. Was meinst du, warum feel different? Feel different heißt und nicht feel good oder feel better. Wir haben das Problem jedes Mal. Egal, mit wem wir hier zusammenarbeiten, amerikanischen Marketern oder sonst was, unsere Astrologen, alles wunderbare, sehr, sehr intelligente, sehr fähige Leute. Ich habe ihnen 3-mal gesagt, jedem von diesen Leuten, remember, it's feel different, not feel good. Okay, so you know program there. Feel better. Nein, diese Sucht, sich immer gut zu fühlen, ist eines der größten Hindernisse auf dem Weg. Wohin? Genau, sich gut zu fühlen. Das sind Widersprüche in sich, das verstehe ich jetzt nicht. Du verstehst aber, wenn du dir einen Schuss Heroin oder irgendwelche anderen Drogen mit Recreational Value einpfeifst, um dich besser zu fühlen, dass du dich dann zwar kurzfristig vielleicht toll fühlst, aber dafür nachher umso weniger gut. Nicht nur lässt die Wirkung nach und es kommt dann ein Kater, sondern das künstliche Kartenhaus, was du aufgebaut hast, kurzfristig, fällt dann auch noch in sich zusammen und dann bist du tiefer als zuvor. Was übrigens exakt derselbe Effekt ist, den du vom Motivationstrainer bekommst. Ein kurzer Schuss in den Arm. Tony Robbins ist was? Ein NLPler, genau. Und zwar eine der höchst zweifelhaften Sorte. Und das sind sie alle, auch Bandler Grinder. NLP kommt aus der Hochmagie. Es ist Wortmagie. Es dient nicht zur Therapie. Es ist zur Manipulation. Aber die meisten erliegen der Verführung dieses mächtigen Werkzeugs, wie man so schön sagt. Absolute power corrupts absolutely. Und diese Leute merken, was sie eine Power über dich haben, wie viel pekuniäre Nutzen, Geld sie da dir rausziehen können, um dir etwas zu verkaufen, was kurzfristig hält wie eine Droge. Und im Grunde genommen sind es Drogendealer.
sind Drogenhändler. Sie verkaufen dir etwas Kurzfristiges, was langfristig mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Denn was passiert, wenn die Ernüchterung einsetzt nach diesem Höhenflug? Genau, dann kommt der große Kater, dann kommt der Cold Turkey. Und dann zeigt sich, wie gut das Ganze wirklich war. Und dann geht es dir deutlich schlechter als vorher. Und warum ist es so? Weil du glaubst, ja, das funktioniert, das ist der neue Geheimtrick. Das muss man können, das funktioniert für jeden. Und dann merkst du, ja, okay, aber für mich funktioniert es dann nach 3 Tagen doch nicht so gut. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich der Loser bin. Für alle anderen sagen, ja, es funktioniert, Zweckoptimismus, schreien alle, ja, es funktioniert. Weil keiner sich eingestehen kann, dass es nicht nur nicht funktioniert, es ist wie des Kaisers neue Kleider und keiner traut sich zu sagen, hey, der Kaiser hat ja gar nichts an. Was sie machen, ist kurzfristiges State Management. Und das kannst du mit NLP. Du kannst dich kurz selbst verarschen. Du kannst dir für mehrere Tage einreden, das sei der neue Zustand. Es ging um einen Million-Dollar-State und den könntest du dann halten. Du kannst nichts halten, kein Gefühl der Welt kannst du halten. Goethe wusste das schon im Faust, deshalb sagte er, sollte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann kannst du meine Seele haben. Wenn du kurzfristig ins State kommst und das versuchst zu halten, so wie ich es versucht hatte als Teenager, dann habe ich die richtige Musik gehört, bin mit meinem VW 1600L damals in Deutschland dann rumgefahren, dann so... Himmel war blau, die Sonne hat geschienen, die Vögel haben gezwitschert und ich habe gesagt, diesen Zustand, jetzt habe ich ihn endlich erreicht. Ich habe Nirvana erreicht. Jetzt werde ich diesen Zustand halten und habe mich festgekrallt und habe versucht, ihn zu halten. Was passiert, wenn du versuchst, irgendeinen Zustand, der immer im Fluss ist, the river of constant change, das Einzige, was konstant ist an Gefühlen oder am Wetter, ist, dass es sich ständig ändert. Aber selbst die Rate der Änderung ist nicht konstant. Nur, dass es absolut nicht konstant oder dauerhaft oder haltbar ist, das ist konstant. Dass es darauf ist Verlass, dass es sich ständig ändert, wie das Wetter und deine Stimmung auch. Was wir hier versuchen und erreichen werden, ist, dass du zunehmend tatsächlich eine gewisse Kontrolle über diese Zustände bekommst, aber verstehst, dass es nicht der Millionen-Dollar-Zustand ist, den du hier suchst oder bekommst, sondern lediglich das Machbare. Was? Ich will aber himmelhochjauchzend sein. Ja. Wenn du diese Spitzen immer wieder versuchst, künstlich, es ist nicht, dass du sie nicht erreichen kannst, vielleicht sogar auf Dauer mehr und mehr Zeit dort verbringen kannst, aber das erfordert Monate und Jahre der Neuroplastizität, einer systematischen Umverdrahtung deines Gehirns. Dann geht das. Und es ist ein Prozess, kein Ereignis. Und es ist nicht in 3 Tagen zu erreichen. Wer dir etwas anderes verspricht, ist ein Lügner und gehört aufgehängt. Genau wie alle Motivationstrainer, ausnahmslos alle. Die kommen alle in die Hölle. Ja, auch wenn sie sich heilig geben wie ein Bischof. Nützt nix. Tony Robbins. Nützt nix. Es ist geschissen. Tony Robbins heilt eine Ehe in 8 Minuten. Aha. Als wenn du eine Ehe auch nur in 8 Wochen oder 8 Monaten heilen könntest. Das ist State Management, das ist Augenauswischerei, das ist Lüge per Definition. Das ist unaufrichtig, es ist disingenuous, es ist intellectually dishonest. Worum es wirklich geht, ist ein langsamer, aber ganz sicher fortlaufender Prozess, wo du ein Fundament anfängst aufzubauen. Wenn du bereit bist, dein Selbstwertgefühl auf ein solides Fundament aufzubauen, welches jeder Krise und jedem Sturm im Leben standhält und nicht nur in guten Zeiten Bestand hat, sondern auch in allen möglichen schwierigen und schlechten Zeiten, dann besuch uns bitte auf feeldifferent.de und starte noch heute deine Transformation, die du sonst nirgendwo anders finden wirst. Schreib mir bitte in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest und zögere nicht, mir deine Fragen zu stellen. Um keine Videos zu verpassen, abonniere jetzt bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Es könnte dein Leben verändern. Außerdem findest du meine Videos jetzt auch auf Rumble, BitChute und meinem Favorite Brighteon.
Die Links zu diesen Kanälen findest du ebenfalls unten in der Beschreibung unter diesem Video. So long, dein Orlando.